Vielen Dank. Was für ein Unglück. Das 13. Osnabrücker Wissensforum findet, wie wir gerade gehört haben, an einem Freitag, den 13. statt. Und das hinterlässt ein mulmiges Gefühl, was alles schiefgehen könnte oder nicht. Zumindest die Anzahl der Teilnehmerinnen vor Ort scheint schon einmal stark dezimiert zu sein. Hier trifft das zu. Genau genommen ist hier neben der Unglückszahl 13 noch ein Unglückstag hinzugekommen. Zusammengenommen bilden sie ein bedrohliches Potenzial. Und jeder kennt hierfür Beispiele. Etwa fand am 13.11.2015 die Terroranschläge in Paris statt oder das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia verunglückte am 13.01.2012 in der Nähe der Küste von Toskana. Die Geschichte war aber auch immer schon anfällig für Missverständnisse. Zum Beispiel war zu Beginn der Weltwirtschaftskrise der Schwarze Freitag 1929 an der Börse in New York nicht an einem 13., sondern am 25.10. Genau genommen ist aber auch das nicht so bedeutend, da der Börsencrash am Donnerstag, dem 24.10. begann und tagelang dauerte. Aber im Zeitalter der Fake News ist das vermutlich nur eine Kleinigkeit. Als Börsenereignis ist der Crash am 13.05.1927 in Berlin ein besseres historisches Beispiel. Aber gut, zumindest im Christentum wird der Tag Freitag eher mit ambivalenten Gefühlen angesehen, da dies bekanntermaßen der Todestag von Jesus ist. Interessanterweise ist aber der Unglückstag Freitag, der 13., in dieser Kombination eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, was man im eigenen Vortrag behandeln sollte. Zur Beruhigung kann schon einmal festgehalten werden, dass diesbezüglich durchgeführte Statistiken bisher alle nur nachweisen konnten, dass weder mehr oder weniger unglückliche Ereignisse stattfanden als an anderen Tagen. Da spielt die menschliche Psychologie einem einen Streich. Kehren wir zurück zum Thema. Als ungerade Zahl hatte die 13 es schon immer schwer als Nachfolger der 12, die häufig sehr positiv zur Geltung kommen. 12er-Gruppen, 12 Monate eines Jahres, 12 Sterne auf der europäischen Flagge und vieles mehr sind Belege hierfür. Die Redewendung, jetzt schlägt es aber 13 oder 13 ist des Teufels Dutzend, tragen auch ihren Teil zum schlechten Image der 13 bei. Auf der anderen Seite sind mit ein bisschen Glück beim Bäckersdutzend 13 Teile beim Kauf eines Dutzends dabei. Ein 52er Kartenspiel besitzt 4×13 Karten und im Judentum ist zum Beispiel die 13 positiv besetzt, was sich etwas daran zeigt, dass hier ein Junge an seinem 13. Geburtstag seine Bar Mitzwa feierlich begeht und damit religiös mündig wird. Bemerkt man noch, dass die 17 in Italien als Unglückszahl gilt und sich auch Glückszahlen weltweit unterscheiden, dann müsste das Schicksal schon Kultur- und Ländergrenzen berücksichtigen. Das erscheint doch sehr unwahrscheinlich. Als historische Anekdote mit Bezug zum Osnabrücker Land sei angemerkt, dass die Römer unter anderem ihre 17. Legion bei der Varusschlacht verloren haben, was zeigt, dass Glück und Unglück auch sehr vom Betrachtungswinkel abhängen. Versuchen wir uns der 13 mathematisch zu nähern. Sie ist offensichtlich eine Primzahl, das heißt eine natürliche Zahlgröße 1 und nur durch sich selber und 1 teilbar. Dreht man die Ziffern um, ergibt sich die 31 und daher ist die 13 eine Mirbzahl. Hiervon ist sie die kleinste. Jetzt können wir weiterspielen. Wir können die 13 quadrieren und das kann jeder schnell im Kopf machen und kriegt 169 heraus. Machen wir das mit der 31, die wir gerade kennengelernt haben, kommt die 961 und schon wieder hat sich die Reihenfolge der Ziffern verdreht. Wir sehen also, die 13 besitzt viele schöne Eigenschaften und noch viele mehr. Ist also die Zahl 13 verflixt? Nein, aber sie ist natürlich interessant. So wie jedes Kind anders ist und Eltern ihre Kinder auf unterschiedliche Art und Weise lieben können, verhält es sich auch mit den Zahlen in der Mathematik. Man muss sie respektieren, wie sie sind und sich an ihnen erfreuen. Vielen Dank.